Yo, 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 liebe Kinder, willkommen zu einem neuen Part Detroit Become Human. Es ist ein Spiel, ja. Hat auf jeden Fall seine Eigenschaften. Ihr werdet verlaufe des. Familie, okay. Ihr werdet Laufe des Gameplays sehen, was es ist. Oh nein, Zwerg-Endfisch. Komm, wir retten dich, Kleiner. Es ist ein Spiel, wo man sich entscheiden muss. Also jede Konsequenz, also jede Entscheidung hat seine eigenen Konsequenzen. Oh je. Einen Androiden? Okay, Das wir müssen jetzt gehen. können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Okay, wir sind auf jeden Fall ein Android. Macht Sinn, hinten steht Android, RK800. So, hier können wir unsere Aufträge sehen. Findet den Captain. Da vorne ist er. Der wird ja markiert. Hallo, Captain. Darf ich mit Ihnen reden? Nicht zu fassen. Ach, Captain sprich. Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Emotionaler Hast du Schock? kürzlich einen emotionalen Schock erlitten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Ist sein Name bekannt? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Okay, Captain. Der hasst mich anscheinend. Okay, wir müssen herausfinden, was passiert ist. Okay, was ist hier? Ein Waffenkoffer. Sieht aus wie von einer Glock. Nein, ist keine Glock. So. Noch irgendwelche Beweise? Okay, das ist cool gemacht. Ah, da. Patronen. Okay. Okay, dann lag da alles rum und das hat sich hier rausgenommen. Alles klar. Okay. 51% auf Erfolgschancen. Gehen wir in den Zimmer. Vielleicht finden hier wie was. Was haben wir hier? Ups. Okay, der Name ist Daniel. Okay. Ich Connor, er Daniel. Sie? Keine Ahnung. Aha. Hier läuft Musik. Okay, ich mache mir das so zusammen. Kind sagt, sie hat Musik gehört und sie hat schon ein Tablet gespielt. Androiden am Waffe, tötete Eltern. Nee, warte mal, die Frau lebt ja noch. Mal schauen. Was haben wir hier? Das Bad. Okay, nichts Interessantes, oder? Na, wenn da
Wenn er schon weggeht, dann heißt es nichts Interessantes. Orte, die geil ist. Da vorne liegt auch noch was. Hier war der Eingang. Ja, hier ist der Vater. Okay. Verstorben. Phillips John. Okay. Innere Blutung. Ja, das ist kacke. Irgendwas im Gesicht? Warte. Lungenblutung. Das habe ich. Auge habe ich. Das habe ich. Arm kann ich nicht. Hier kann ich nicht. Da geht auch nichts. Ah, da. Ah, linke Niere auch komplett kaputt. So, der saß da. Da ist der Android mit der Waffe. Mit einem Tablet in der Hand. Ah. Ah, da fielen die Schüsse. Ein Schuss, zwei, drei. Okay. Wir müssen uns beeilen, weil wir haben nicht lange Zeit. Connor, ich hoffe du... Wir haben wenig Zeit, Connor. Und du siehst dir Bilder an von der Androidin. Okay. Okay, hier kann ich auch noch viel sehen. Ich gehe erstmal hier vorne. Wow, wow, was ist da passiert? Okay. Da liegt noch was. Tschüsschen. Kinderschuh. Okay. So, hier ist Blut. Mal gucken, was wir hier machen können. Oh mein Gott. Ist das widerlich. Verwundet. Oh, hier liegt ein Polizist. Der war wahrscheinlich der Erste am Ort. Ja, Herzkammer getroffen. Verstorben. Poe Dickman, Anthony. Oh, Anthony. Gucken wir uns das erstmal an, was passiert ist. So, Polizist kommt. Abweichler hat die Waffe in der Hand und die Geisel ist er wahrscheinlich. Sonst würde ich das nicht erklären mit der Handbewegung. So, Polizist schießt auf Androiden. Und dann schießt der Abweichler. Da liegt der Schuh. Okay, dann hat die es gesehen. Polizist erschossen, liegt auf dem Boden, Waffe fällt unterm Tisch. Okay. Könnte vielleicht von Nutzen werden. Ich nehme mit. Was haben wir hier? Tagesschau.
Okay, hier haben wir noch was. So, dann haben wir anscheinend alles. Dann würde ich mal nach da vorne gehen, zu den Kollegen. Was hier noch ist. Oh, Daniel. Das ist auch noch ein Mädchen. Okay, dann gehen wir mal raus. Autsch! Bleib weg! Kein Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Jo, flieg doch nicht so nah an der... Er fliegt so nah an der Geisel, ne? Vollidiot. Lass jetzt bitte Emma gehen. Sie ist nur ein kleines Kind. Sie hat nichts mit all dem zu tun. Niemals. Sobald ich sie loslasse, erschießt ihr mich. Aber so dumm bin ich nicht! Nein, so dumm bin ich nicht! Bist du bewaffnet? Wahrheit. Ja, ich habe eine Waffe. Fallen lassen! Ganz langsam oder ich schieße! So, jetzt nicht mehr. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Komm. Dass ich etwas bedeute. Mach keinen Scheiß, Daniel. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Du bist defekt, Daniel. Es gibt ein Problem mit deiner Software. Wir reparieren das und alles kommt wieder in Ordnung. An mir ist nichts kaputt. Ich funktioniere perfekt. Aber mir wurden die Augen geöffnet. Ich werde mich nie wieder demütigen lassen. Nie wieder. Oh, pack die Waffe weg, Daniel. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Nein. Ich glaube nicht, dass sie auf mich hören. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will, dass alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Selbst opfern, komm. Es ist wichtig. Ups. Schade um Connor, aber ich musste sie retten. Ich hätte sie auch vielleicht anders retten können, aber ja, dies ist der Ablaufdiagramm der Szene. Okay. Connor starb und hat Emma gerettet. Okay, es gibt wie viele Enden? 6 Ending? Krass. Okay. Okay, hier habe ich alles gefunden.
Okay, Fisch nicht retten. Hier kann ich was finden. Okay. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte. Komm schon, Zoe, gehen wir. Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Genauso einen brauchen wir. Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Für nur $7.999 mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Wir nehmen ihn. Eine gute Wahl. Den Notruf, wenn er einen Einbruch oder Rauch erkennt. Verzeihung, was kostet der da drüben? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Was teurer und mehr Funktionen? Ich mag den Kerl nicht. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Mein Name ist Gaming Hamster. Jo. Detroit Become Human. Schönes Spiel, schöne Grafik. Sehr schönes Spiel. November 2038, 9:38 Uhr. AX400. Wollen wir jetzt nach Hause? Ja. Ja, ich glaube, das reicht für einen Tag. Hier. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Androiden sind anscheinend für alles zu haben. Wenn ich eine Sache nicht mag, ne, dann Babys, wenn die heulen. Kann ich gar nicht leiden. So, was haben wir hier? Entschuldigung, dürfte ich einen Hotdog haben?
Nein. Weg da! Du verscheuchst doch meine Kunden. Was haben wir da hinten? Was steht da? James und Carter. Sie sind zu Hause, in den Schulen, den Fabriken. Sie haben unsere Jobs. Sie betreuen unsere Kinder. Sie pflegen unsere Eltern. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Oh Mann, die haben wirklich einen dicken Mike reingezogen, ey. Ach ja. So, wo muss ich lang? Hier nicht. Da lang. Smith and White. War schon witzig, dass die Androiden verkaufen. Also Androiden verkaufen Androiden, ey, das ist schon geil. Malereigeschäft. Hallo, möchte einmal die Bestellung holen. Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Was? Mit Detroit? Mit PayPal oder was? Tatsache. Bestätigt. Kauf abgeschlossen. Das hört sich an wie bei jedem Kauf, wenn du auf Amazon was kaufst. Zahlung abgeschlossen. Ist es so gut. Oh. Seit 1909 steht das hier, ey. Krass. Entschuldigung, ich muss einmal. Entschuldigung, danke. Kann ich den Geld geben? Nein, schade. So, dahin, Bushaltestellung. Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Ach wirklich. Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Seht euch das Scheißding nur an! Klaut unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Ja, zeig's ihm und mach den fertig! Ich was. Oh! Au. Kann ich mich nicht wehren? Ich will in die Fresse prügeln, ey. Jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los. Okay. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Robocop. So, jetzt fahr ich. Bus. Nein! Nein! Mann! Nein, da kommt der nächste Bus. Betreten.
Warte, hätte man noch was machen können? Ich jetzt? In den Park spazieren gehen. Da hätte ich dann direkt was noch machen können. Hätte ich vielleicht zum Spielplatz gehen können? Hotdog-Verkäufer ansehen? Okay. Gut, Leute. Das war's fürs Erste. Das ist das erste Part gewesen von Detroit Become Human. Lasst ein Like und ein Abo da. Für mehr. Ich hoffe, es gefällt euch. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.